Hey, hallo. Willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build mit dem Danger. Und wir setzen uns jetzt da oben noch einen Charakter hin. Ein NPC, der sich nicht bewegen kann. Warte mal, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ah, ja. Den nehme ich mit. Weiß ich jetzt blöderweise nur nicht, wie der gebaut wurde. Aber dann habe ich schon mal eine Seite. Das habe ich jetzt von meinem Bruder geklaut. Aber egal. Er zockt ja eh nicht mehr. Und wenn, dann muss er sich halt neu craften. Ich habe ja auch seine Kiste noch nicht angerührt, also alles drin gelassen, komplett. Aber das nehme ich mir jetzt mit, das gehört hier hinten. Wobei, eigentlich passt das mehr zu Street Fighter, ne? Aber. Ach, egal. Nee, da muss ja was Gelbes hin. Das ist ja total falsch. Da muss was Gelbes hin. Weil das passt ja so weit. Aber kommt hier jetzt einfach dran. Zur Verzierung. Zack. Genau den hier. Da geht er jetzt natürlich nicht dran. Ich überlege gerade, welche Farben ich nehme. Eine hellblaue Jeans. Ein rosa T-Shirt. Kotzeschuhe. Und ein Dekoblock kriegt er dann natürlich. Na, Schuhe. Ich könnte schwarze Schuhe oder orange. Machen wir orange. Das ist ein guter Kontrast zu hellblau. So, habe ich denn genug? Eine Lederjacke habe ich. Wir können auch gleich die gelbe nehmen. Ich habe Hunger. Oh nein, das passiert mir so oft, ne? Ich hatte hier unten auch mal ein was, wie hieß, ein Kübel. Ein Bottich mit Wasser. Ah, ihm fehlt ja auch noch ein Kopf, dem Karl Koch. Hallo? Ach, das ist aus Gold. Na, das geht nicht. Aber ich mach mal hier. Gib mal den. Oh, ich wollte schon sagen, es geht ja gar nicht mehr. Das wird doof. Jetzt habe ich zwei Lederjacken. Was hatte ich? Jetzt habe ich die Farbe unten vergessen. Nein! Und ich muss eh noch mal kurz in meinen eigenen Shop. In die Lederkiste. Die habe ich hier. Also ich brauche noch Schuhe. Eine Hose. Scotty, beam me up. Oder down, besser gesagt. So, was hatte ich gesagt? Er kriegt eine hellblaue Hose. Muss mal gucken, wie das denn gleich ging mit dem Färben hier. So, Hose. Hose. Voll die Kotze an den Schuhen. Und, was hatte ich gesagt? Nein, ich wollte auch Orangen. Nein, ich wollte orangene Schuhe machen. Und rosa Shirt. Genau, machen wir das so. Moment. Ich muss trotzdem noch eins runter. Wisst ihr was? Wer hat sich noch nicht die Schuhe in der Toilette gewaschen? Bah. Ekelhaft. So, orange. Und ein rosa Shirt. Passt auch hier mit den Farben gut.
Pack das mal da rein, bitte. Ich spiele den ganzen Tag Hello Kitty Flipper. Ja, ein Deko. Nein. Gib mir die Maske. Ich wollte ihn nicht hauen. Hör mal. Bup, bup. So, hier habe ich jetzt auch noch Platz. Ah, so ein bisschen fehlen mir gerade die Ideen, was da noch rein könnte. Ich habe doch eigentlich auf jeder Etage irgendwo eine Workbench mit drin. Ah, ich finde das schon ganz cool hier mit dieser Bank drumherum. Vielleicht kann man hier noch so ein paar Stehtische hinsetzen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Und hier... Oh, was fehlt denn eigentlich noch? Wieder nur Bücherregale fände ich jetzt ein bisschen langweilig. Ich überlege gerade. Aber ich mache erstmal die Stehtische dahin. Machen wir auch hier mit dem dunklen Holz. Vielleicht könnten wir ja die draufsetzen. Ich gucke jetzt gerade hier durch, um mich da irgendwie noch inspirieren zu lassen. Mit diesen Türen könnte man eigentlich noch so eine Art Schrank machen. Ja! Ja! Nee, ich habe da gerade eine Idee bekommen. Die Frage ist, wie es aussieht, weil die ja so breit sind, diese normalen Blöcke. So sinnlos war das gerade. Ja, jetzt baue ich ja gerade wieder falsch. Außerdem brauche ich nur zwei. Reicht nicht. Anstatt... Ich weiß doch, dass es nicht reicht. Wieso probiere ich es trotzdem, ey? Manchmal hakt es volle Bude aus bei mir. So, dann Akazien. Schwarzeichenholzbretter sind gut. Die Stufen brauche ich und was ich nicht brauche, muss jetzt mal verschwinden. Ne, die Fackeln gehören dazu. Hier ist die Rüstung. Schön sortiert. Wir können auch eine Lederkappe aufsetzen. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, bei diesen Rüstungsständern auch Waffen drauf zu krachen? Weiß gar nicht. Ich meine, ich hätte das schon mal irgendwo gesehen, oder ist das nicht dieser Rüstungsständer gewesen, sondern ein richtiger NPC? Irgendein Plugin mit so einem NPC? Ich finde, das sieht schon ganz cool aus. Auf jeder Etage was zu bieten. Das sieht sogar noch besser aus. Der Vollständigkeit halber finde ich das sogar ganz gut. Hallo. Ich habe nur noch eins davon. Wir nehmen erstmal... Nur um zu gucken, wie es... Nee, das war falsch. Ich will jetzt nur sehen, wie es ausschaut. Die waren ja auch mal fail, die... Egal. Und zwar, wenn das so eine Art Schrank sein soll... Nein, wieso gehen die Türen denn nach innen auf? Ich glaube, das geht gar nicht. Ja, vielleicht doch.
Das soll halt ein bisschen so wie der Schrank sein. Und diese Holzdinger sollen eben die Billardkös so ein bisschen darstellen. Finde ich, kann man schon machen, ne? Aber da ist definitiv das Holz hier nicht passend. Und ich weiß auch nicht, stelle ich die jetzt hier mit rein? Das sind 4 Blöcke. Da würde der eh nicht ganz gerade stehen. Boah. Ich weiß es nicht. Lol. Hallo? Geh doch kaputt! Ich mach das. Ey, ist das ein Bug oder so? Dass das da diesen Effekt gibt, obwohl ich nur auf dieses Teil schlage. Ich meine, gut, es zeigt einem ja auch Herzen an, wenn der Rüstung anhat. Also demnach ist es ja wiederum richtig, dass das knallt. So, pass mal auf. Wir haben ja hier 4. Genau, da kommt jetzt der Schrank rein. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe die doch noch hier. Da brauche ich die, genau. Die Türen dazu. So, kriege ich das hier jetzt hin? Nein, du gehst falsch auf. Das ist verkehrt rum. So ist richtig. Billardkö. Kö ist Mehrzahl, ist besser. Und natürlich machen wir es wieder schön bunt. Ich mache jetzt einfach mal... Eins war blau, ne? Billardkös. Passt. Finde ich gut. Also mit Fantasie ist das auf jeden Fall richtig. Leider gibt es hier keine coolen Deko-Blöcke, wie manche in ihren Modpacks haben. Da muss man das eben mit viel Fantasie machen. Und es steht doch auch dran, also checkt man das ja dann nach einer gewissen Zeit. warte mal, der kann eigentlich auch dahin. Ein bisschen hoch, aber egal. Außerdem wollte ich da Tropen. Die Tropendinger drauf haben. Hä? Nee. Der ist zu viel. Genau. Setzt zwar da noch eine Vase drauf, kommt da noch ein Blümchen rein oder so. Und auf jeden Fall muss hier noch Licht dran. Hier könnte man jetzt eigentlich noch einen Kürbis reinmachen, damit das Teil da beleuchtet wird. Fackeln müssen bei mir irgendwie immer symmetrisch sein. Das ist so ein kleiner Tick. Also in irgendeiner gewissen Art muss es ein Muster ergeben. Das gefällt mir gar nicht. Das ist echt krass. Habe ich sonst noch irgendwas? Die muss ich noch abschließen hier. Das darf ich auf keinen Fall vergessen, vor der Party nochmal zu kontrollieren. Oder, ja, eigentlich bis hierhin, außer die beiden, weiß ich, dass es hinhaut. Boah. Der rote Creeper! Der supportet mich! So, hier ist noch echt dunkel. Und hier werde ich mir auch mit so einem Kürbiskopf behelfen. Ja, das mache ich mal noch eben. Damit baue ich so wenig, ne, mit diesen beleuchteten Kürbisköpfen. Also den
praktisch Halloween. Das passt ja auch jetzt eigentlich. Bald ist es soweit. Da freue ich mich schon wieder, wenn es bei mir klingelt. Und ich ganz provokativ nicht hingehen werde und keine Süßigkeiten habe. Da bin ich echt ein Spielverderber. Da und da. Joa. Kann man so machen. Wo sind die Bücher? Ach, da. Nicht stalken, genau. Vor allem, wer stalkt hier wen? Wo ist hier Party? Was geht ab? Das Ordnungsamt hätte mal im letzten Part hier sein sollen. Und weg ist er. Ist jetzt leider... War das gerade einer da hinten? Nee, das war bloß hier durch die Bewegung. Sah das ein bisschen aus, als wäre da irgendwie eine Schrift? Hey! Was geht denn? Wieso hast du ein F, wenn du May Junior heißt? Ja, ich kann auch hier switchen. Da hat mich bedroht mit einem Messer. Schnell weg. Okay, Leute, ich würde aber sagen... Ich glaube, der lässt mich noch in Ruhe. Ich würde sagen, an der Stelle, danke erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Part. Bewerten natürlich nicht vergessen, wenn euch der Part gefallen hat. Dankeschön, tschüss.